Hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Heute ist der große Run. Große Ran. Der große Run, genau. Wir rennen heute ganz viel und zwar zum Händler. Ah, den müsste ich mir markieren. Rilana, rennst du vor? Ich renne nach. Ach so, der Daniel ist natürlich auch mit dabei. Den sehen wir aber nicht, weil der ist bestimmt schon wieder unterwegs. Nehmen am Fahren. Muss da vorrennen, okay. Ja, ich habe den mir nicht markiert, den Händler. Ach so, der Händler ist da nicht, ist das nicht das auch im Schalon beim Händler? Ja, das ist, dann müsstest du den draufstehen haben, das müsste ein kleines Häuschen sein. Na, warum hast du den nicht dran bei dir? Der, wenn du den entdeckt hast, dann Ich ist hab den noch der. nicht, ich hab den noch nicht entdeckt. Ja, Ja, wenn du ihn dann. entdeckt hast, dann verschwindet das. Genau, Ach so, okay. dann musstest du dir markieren. Ich werde es mir dann markieren. Ja, hier den Kaktus mitgenommen. Ausdauer, immer mal. Hast du Geld zum Einkaufen mitgenommen? Hey, hast du schon mal eine Frau gesehen, die kein Geld dabei hat, wenn es einkaufen geht? Ich gebe dir dann das, was ich erwirtschafte, sozusagen. Ich glaube, ich mache morgen einen Tag Urlaub. Wie du hast morgen einen Tag Urlaub? Du hast aber Urlaub. Ja, und einen Tag habe ich auch noch. Was geht bei dir einfach so, dass du sagst jetzt halben Tag Urlaub? Ja. Kein Problem bei uns, auch einen Tag oder so. Aber wir haben auch nicht viel zu tun, deswegen. Gehst du später hin oder hörst du früher auf dann? Ne, ich höre dann früher auf. Weil jetzt später hin ist ja schlecht, dann müsste ich morgens anrufen, dass ich später komme, dann bin ich ja wach, das ist ja auch Blödsinn. Dann hätte ich das schon am Dann Freitag klären müssen. kann ich mir vorstellen, dass das der Chef nicht so toll findet. Was? Wenn man morgens anruft, kann ich jetzt einen halben Urlaub haben, ich komme später. Ja, das ist dann noch ein bisschen blöd, weil. Kommt ihm dann zu direkt und zu plötzlich. Auch ein Nest. Ja, dann nimm das. Jo, da waren Federn drin. Jo. Das war zu, sie liegen alle hier schön auf der Reihe im Weg. Da Ja, haben wir eigentlich die ohne Eiche. Lootkönigin. Da haben wir sie wieder. Habe ich auch gesteigert ohne Ende. Ist noch ein Mist. Na, wie ein wildes Tier sorgt doch dafür, dass die Ausdauer schneller steigt, ne? Genau. Ja, sehe ich aber nichts von. Läuft immer noch recht langsam. 3 Punkte drin. Ja, das haben sie ja auch ein bisschen genervt. Ja, mit ihrer Nerverei, mein Gott. Naja, dass du dich, das ist die Drossel, dass du dich nicht mehr so schnell entwickelst. Schwarzer Müllsack. Da ist auch irgendwie nichts mehr drin, ne? Wenn du die Lampe übrigens anhast, das lockt Zombies an, auch am Tag. Ilana. Ja, ich hab's schon alles aufgemacht. Okay. Ich habe bloß dein Lichtkegel. Ich war ein bisschen auf der Straße ein Auto looten. Scheiße, hier geht's ja voll bergab. Ich bin abgestürzt. Ich hab Hallöchen. nur die Kippen zwar gebracht. So, werde ich noch mal ein bisschen Holz farmen. Aber oh, die Bäume sind ja schon gut gewachsen. Wie kommt man denn hier rein? Da gibt es eine Tür. Was passiert? Da gibt es eine Entschuldigung. Tür. Das war jetzt merkwürdig, Leute. Ich mach die Tür auf und vorne. Was ist denn hier los? Du, es ist noch nicht um 6 oder um 8. Ich glaube, um 6 oder um 8 macht der Händler erst auf. Ja, Ich ich dachte glaube schon, um 7. warum teleportiere ich denn ständig woanders hin? Und dann schmeißt er dich immer wieder raus. Hörst du ja, wenn der aufmacht. Hm,
Kann ich den fällen oder ist der zu nah dran? Ah, den kann ich fällen. Da habe ich noch ein bisschen Holz. Kann uns ja selber am Stein raufgeteilt. Oh, der lebt ja noch. Ich dachte, der wäre tot. Jetzt macht er aus. Und ich hab den Zombie voll seine Weichteile geschossen. Jetzt muss ich mal gucken, wo die Werkbank war. Ne, was wollte ich machen? Doch, Werkbank. Betonmischer war der ganz? Nein, der Betonmischer hier ist kaputt. Da müssen wir uns selber einbauen. Da brauchen wir eine Werkbank. So teuer. Brauchst du nur einen Motor? Nee, eine Werkbank. Eine Werkbank brauchst du mit Zement nicht. Eigentlich. Doch? Du musst. Also die Forge hier drin ist ganz. Oder? Oder war die im Haus? Aber einen Motor brauchst du, das wird schwierig. Wieso? Du hast doch. Du machst doch einseitiger Mechaniker. Ah, hier ist nichts. Ja, doch, brauchst du eine Werkbank, ja, hast recht. Deiner Motor, Mechanical Parts, Schrauben, Federn, geschmiedetes Eisen. Genau, hier wird doch alles gelootet. Ja, wie da. Geht denn das mit dem Verkaufen? Den klickst du den an. An und dann auf Verkaufen. Ich klicke das drauf und auf Sell. Ja. Und dann so lange, bis ich 195 Dinger verkauft habe. Genau. Wieso ist denn hier keine Werkbank? Ach doch, hier. Jetzt sind die jetzt auch. Und die ist auch kaputt. Die Werkbank. Dann müssen wir eine bauen. Dann müssen wir eine. Naja, du hast. Kannst du schon Werkbank? Ich habe jetzt Betonmischer gemacht. Ja, ich könnte die bauen. Muss ich auf den einseitigen Mechaniker verzichten. Werkbank kostet 10 Punkte, kann ich bauen. Müssen wir ja dann letztendlich. Und wir haben ja alles da, um eine Werkbank zu bauen. Dann würde ich dich bitten, eine Werkbank zu bauen und die aber oben im Geschoss hinzustellen. Neben den. Oder. Lässt du mich die Werkbank. Also du baust die Werkbank, packst die rein und ich stelle die hin. Machen. Weil aus dem ganz einfachen Grund, wenn dann einer so einen Block hinstellt, dann kann ich die Fortschritter mitnehmen und die Werkbank auch. Dann kann die mit umziehen. Brauchen wir die nicht doppelt. Bist du noch beim Händler drin, ja, wa? Ich, ja, steh weg vorne. Okay, ich. Tja. Ich gehe dann derweil Bäumchen abhacken. Sag Bescheid, wenn du durch bist, dann. Mal gucken, wenn er so zu verkaufen hat, kann man da irgendwas kaufen, ohne dass man mit arm ist. Ich gebe dir dann das Geld, was ich noch für die Hefte, oder ich gebe dir die Hefte und du machst erstmal einen Händler. Ich bin jetzt draußen. Und das, ich komme gleich rein, ich bastel ein bisschen, oder ich komme gleich rein, dann bastel ich danach das Ding ist ab. Dann machst du einen Händler, dann musst du aber immer zum Händler flitzen. Also was wichtig ist, das ist so eine Batterieaufladestation. Hier kommst du denn mal raus wegen den Heftchen? Ja, komm back, mehr. Ja, wieder nicht. Ich tu dir die Heftchen in den Mülleimer. Also alles, was du ja. verkaufen kannst. Halt. Ich habe hier noch 4 Geld unterwegs von so einem Zombie gekriegt. Dann kannst du ja mal nachgucken, was du für so ein Paint-Heft bekommst. Oder wie viele Zombie-Angriffe hier in letzter Zeit kommen? Nochmal. Hängt mal mit der Schmiede zusammen. 40 habe ich bekommen. Und dieses rosa, ich weiß, war das jetzt ein Paint-Heft? Und das hier kriege ja, ich das sind. 43. Nein, das ist wie dein Level steigt dann. Quasi. Achso, ich werde mir den Händler markieren.
Was wo? Ach, du bist schon halb tot. So. Ich bin dann auf dem Rückweg, wa? Und ich komme? Ja, das ist ja egal. Hast. Und wie lange dauert das schon? Wie bitte? Eine Wanderhorde. Irgendwas zum Essen finde. Eine Wanderhorde ist hier vorbeigezogen. Okay. Na, Essen brauchst du bloß die Kakteen zu nehmen. Hm? Da ist, kommt. Nein, nein, so an Tier. Achso. Na, ich werde jetzt mal Richtung nach Hause stolpern, um weitere Ressourcensteine abzubauen. Weil das hier aus mir zu weit draußen weg, um Ressourcen abzubauen. Ja, ich glaube, ich werde den Ton nochmal einreißen. Wieso? Ja, der sagt mir irgendwie nicht so zu. Nein, man nicht so. Nee, der ist eh und je. Ja, Minecraft-Krankheit. Das spiele ich nicht. Wohl in Minecraft baue ich ja eher im Mittelalterturm. Da nicht so bauen. Die war bestimmt nicht so billig. Was, billig? Wahrscheinlich auch nicht so billig. Ne, im Minecraft kommst du ein bisschen schneller an die Ressourcen. Das hat nichts genervt. Du kommst hier auch ab Level 40 kommst du auch sofort an Ressourcen ran und das geht auch relativ fix. Ja, im Minecraft machst du sowas eigentlich schon einen Kreativbonus. Ja, ich habe das früher auch mal gezockt. Aber es ist jetzt auch schon eine Weile her. Es hat früher Spaß gemacht. Das war eben halt das wirklich das erste Spiel, wo der. Es war das erste Sandbox-Game, was es gab. Open World Sandbox. Punkt. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Das ist ein Spiel zu doof. Ja, es gibt. Ich kann da echt nicht so begeistern, ehrlich nicht. Finde ich total bescheuert, das Spiel. Es ist ein Kinderspiel. Naja. Ja, ist es. Es ist ein Kinderspiel. Es ist gedacht für Kinder. Jugendliche und es war, wie gesagt, das. Na klar, musst du mir noch eine reinzimmern. Ah, ich habe keine Ausdauer mehr, deshalb. Dann kriegst du es eben halt mit dem Bogen. Oh nein, ich bin infiziert. Und das sind die Frist. Ah, das Tattoo sieht wirklich gut aus eigentlich bei der Tante. Übers Bein. Das ist ein Vogel. Aber ein Grün, ey. Oder ein Drachen. Ja, grün und rot. Könnte auch ein Fisch sein. Du, Boote müsste man hier noch bauen können. Ach, da kommt schon wieder einer an von denen. Das erzähle ich in die ganze Zeit. Boote werden absolut klasse. Aber ein Fluggerät. Naja, Fluggerät finde ich schon wieder nicht. So. Du meinst so ein Hubschrauber wie bei Mad Max Teil, keine Ahnung. Ja, so ein Ein-Mann-Hubschrauber, weißt du, so ein kleines. Ja, wie bei Mad Max. Also bei dem Film, meine ich, ja, nicht genau. Bei dem Game. Eigentlich auch ein Zweisitzer, aber. Wieso, wen willst du nur noch mitnehmen? Ja, den Mitspieler. Manche spielen das Spiel ja auch zu zweit. Ja, wir spielen das zu dritt. Ja, dann musst du halt zwei bauen. Dann will ja jeder eine, müssen wir drei bauen. Oder so. So, mal gucken, ob ich meine. Wo war denn jetzt? Das war der Turm, das war weiter hinten. Ja, da müssen wir mal die Schmieden ausmachen. Kommt permanent Zombies. Ja,
Es wird nicht abreißen mit den Zombies. Es werden immer mehr und mehr und mehr. Und nicht in so kurzen Abständen. In so kurzen Abständen, ja. Nein, die Heatmap ist ja auch ganz weit oben, jetzt durch die Schmiede. Ja, die brauchen wir aber, um das zu. Ihr nervt. Nein. Aber das Licht von der Schmiede durchs Haus? Ist ja interessant. Es soll nicht schon wieder unser Spielstand kaputt sein. Ah, hier hinten. Dass ich die nicht mehr mit einem Schlag tot kriegen würde, ging das immer. Also der Turm steht nur noch auf einer Säule, fällt aber nicht runter. Okay. Und Okay, der ist weit weg. jetzt wird er. Hirsch. Erstmal noch mal den Zombie jagen. Ah, der ist jetzt 6 Felder hoch. Ist okay, wenn 6 Felder. Dort müsst ihr immer einen abrechnen durch den Woodlock Spike, oder? Oh, ey, ist es denn die Möglichkeit? Ich bin tot. Was ist denn passiert? Ja. Zombie. Mal wieder Zombie, was soll es denn auch sonst gewesen sein, ne? Ich wollte eigentlich nur den Hirschstall gerade noch auswählen und heimkommen. So ein Piep. Scheiße, jetzt habe ich mir auch das Bein gebrochen, war doch zu hoch. Mist. Schlafsack, wo bist du? Da bist du. Komischerweise kann ich aber immer noch recht schnell laufen. Ja, ist wahrscheinlich, ist ja auch die Stärke. Müsste mal gucken, wie lange es dauert. Manchmal dauert es bis 10 Minuten oder so. 39 Minuten, verstaucht.
Naja. Naja, was? Naja, das Spiel besteht eben halt aus 80% Farming von Naja, Ressourcen. mittlerweile ist es wirklich 7 Days to Farm. Der Hirsch ist noch da. So, ich muss erstmal Licht machen, wird langsam dunkel. Hat hier so schnell gefarmt, den Hirsch. Einmal eingestichen war der weg. Gestochen. Ja, diese Wartezeit immer, bis sich das wieder aufgeladen hat. So viel Zeugs nebenbei kannst du gar nicht sammeln. Wolltest du den Turm aus Beton bauen, oder? Ja. Du kannst ja schon Betonklötze machen. Es ist ja schon Beton in irgendeiner Kiste. Zwar nur 37. Erstmal Pflastersteine machen. Oder machst du Pflastersteine und wir werten es einfach auf. Genau. Rilling, Dingsbums suchen. Habe ich nur noch. Waren da nicht 3 Militärlager drin, oder? In ein Militärlager müsste, glaube ich, schon drin gewesen sein. Ich dachte, das klappt also auch nicht mehr. Aber warum nicht? Das war hier. Aha. Wir hatten gar keine Hunde mehr in letzter Zeit, ne? Halt den Mund.
Halt ja den Mund. Ich hacke hier irgendwie Ressourcensteine und bin nirgendwo, wo ich ihn abhauen könnte. Na? Nachher kommt so ein schwarzes Wolfsrudel oder so. Ich keine Lust drauf. Und da ich ja hier mit der Eisenpicke rumhämmere, ist auch die Ausdauer immer ganz schnell weg. Ja schlimm. Ich brauche aber auch Pflastersteine Rahmen, ne? Oder wie war das? Ne, Flexstone oder wie war das, ne? Ja, du musst erst Dings machen und dann musst du Flexstone machen. Also hier Cobblestone und dann musst du Flexstone machen. Außerdem. Und dann musst du den Flexstone aufwerten mit Cobblestone und dann kannst du mit dem Beton aufwerten. Boah. So, ich muss Flexstone Blöcke machen. Genau. Aber das kannst du nur aus Cobblestone machen. Es ist wieder alles ausgelegt für noch länger und noch länger. Dann hier ein normaler Flexstone-Block da. Hier ist Danke. irgendwas zusammengebrochen. Das war ich. Das sieht total lustig aus, Leute. Was war denn das? Ich hab mal hier so ein Wasserturm kaputt gehauen. Warum das? Weil ich einfach mal wissen wollte, was passiert. Das Kannst du wusste ich Wasser jetzt. holen? Ja, das Wasser, das steht jetzt eben in der Luft. Kannst ein Loch unten buddeln, dann läuft das da rein. Das sieht doch cool aus, oder? Oh, Verzeihung. Nicht schlimm. Okay, ich gehe lieber weiter Ressourcensteine hacken. Ich ertrinke gerade. Das ist nicht so schlimm. Das Verzeihung. ist es. Ja, manche schlechten Witze müssen halt raus. Wohin komme ich nicht raus? Pippi! Warte, ich habe einen Bogen. Hast du einen Mining-Helm für mich? Oh, wie immer hast du wahrscheinlich keinen. Warte, ich komme mal rein. Wir haben Dings, Footballhelme über den Klamotten. Ja, das reicht aber noch nicht. Wir bräuchten mehr. Und Taschenlampe haben wir auch. Und Klebeband haben wir auch. Also wir haben eigentlich alles, um ihn zu Wir bauen. brauchen, glaube ich, 8 Klebebänder oder so. Wir brauchten Wasser. Also ich kriege alles zusammen, bis auf die Electrical Ports, glaube ich, brauchten wir noch dazu. Ich habe. Elektrische Parts haben wir aber auch. Da braucht es aber jede Menge. Für einen Minenhelm. Mining-Helm. Ehrlich jetzt? Helm, Bergbauhelm brauchst du. Electrical Parts 8 Stück und wir haben keine 8 Stück. Ich habe leider keine Wrench dabei, das ist schon irgendwie auseinandergebaut hier. Wir haben keine Wrench. Natürlich haben wir Wrench, ganz viele sogar. Ach so? Na, dann gehe ich morgen hier in diesen, da wo der Turm ist, in dieser Radarstation. Wenn du da unten das abbaust, da kriegst du ganz viele davon. Ich habe Oh. Scheiße gebaut. Wie bitte? Ja, ich habe von oben nach unten gebaut, ich Trottel. Natürlich der Weiß Steinturm zusammengebrochen. nicht. Ups, und du lagst runter? Na nee, das nicht. Da kann ich. Oh Mann, dann immer die Aufträge abbrechen muss, wenn man was anderes dringend braucht. Dafür ist die Werkbank da. Bis ich zu Hause da bin, ist das schon Brauchst du vorbei. denn? Dein Block ist nicht in der Liste drin, warum nicht? Brauchst du denn? Nichts ist schon gut. Jawohl, ich bin gerade in deiner Nähe. Wieder ein Screamer. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Oh, da beißt aber gerade jemand. Hat die Screamerin denn jetzt eine Horde gerufen? Ist einer im Haus? Nein, also ich nicht, meine Wenigkeit nicht. Scheiße. Sehr seltsam. Na, der mit dem letzten Todesschrei hat die wahrscheinlich die Horde gerufen. Nein, normalerweise ruft die nur, wenn die jemanden sieht. Ja, ich war hinter dir, ne?
Jetzt gerade? Ja, klar, war ich hinter der. Ja, dann hat die dich gesehen. Oh, Scheiße, weg. Das kann sein. Was? Das ist keine gute Idee, nur rumzustehen. Ich komme mal langsam hingewackelt, weil ich habe keine Ausdauer zum Rennen. Boah, ist das echt die Wahr? Ist das die Möglichkeit hier? Ja. So, verdammt. Da ab. Und dann schon wieder richtig mit der kleinen Horde. Okidoki. Wo ist sie denn, die Horde? Tot. Okay. Oh, ich sehe noch einen. Zwei. Den darfst du haben. Kopf ab. Und du? Kopf ab. Super. Oh, hier sind... übrigens, die Leichen... das sind... Die treiben die Hitmen auch hoch. Mhm. Du musst ja auch nach dem Töten sofort wegvernichten. Wegmachen. Ja, hier liegen ganz viele bei uns. Oh, das sind die, die gerade alle reingelaufen sind. Naja. Haben wir kein Blei? Doch. Ich muss ja, erst zerlegen. Nee, ich bin hier gerade beim Looten und also die Zombies looten sozusagen. Oh, die haben so viel Essen dabei. Dann esse ich das jetzt. Was kann ich denn ja noch scrappen? Oder kann ich das rare? Genau. Essen. Nein. Essen. Das habe ich eh nicht. Mechanical Parts brauchst du. Oder Electric Parts. Mechanical Parts brauchen wir. Ich weiß nicht, hast du schon Daniel die Werkbank? Ja, in der Kiste oben. Nee, für deinen Helm. Nee, da brauchst du keine Electrical Parts. Musst du mal eingeben, Helm. Einfach Helm eingeben und dann. So, hier ist ja die Leiter. Dann, hey, das ist nichts. Siehst du, 8 Stück und die haben wir nicht. Und ich muss an der Werkbank machen. Ja, die baue ich ja gerade auf, aber es kann nur derjenige auf, also das wieder abbauen, der es hingestellt hat. Okay. Und dazu braucht man eben so einen Landclaim-Block. Ja, und deshalb ist das so blöd gemacht. Ist die oben in der Kiste die... Genau, okay. Super. Und so ist natürlich hier oben auch schlecht. Hier oben ist echt wenig Platz. Dann beenden wir die Folge einfach mit einem kräftigen Auf Wiedersehen. Bye bye. Bye. Tschüss.